Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus mit Curry und ich habe nicht gespeichert und das Spiel ist ausgefallen. Guckt euch den Typen da hinten an, den bringen wir einfach nochmal um, weil es Spaß macht. Deswegen bringen wir ihn zweimal um. Jemand ist in der Nähe. Der lebt ja noch. Ist er uns freundlich gesonnen. Ich habe ihn nicht getroffen, ne? So, es gibt keinen Entkommen. Wenn wir einen legendären Stuff haben. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt etwas Nützliches jetzt, weil ja das Spiel ausgefallen ist und alles nochmal neu geladen hat. Es ist dieselbe Waffe, aber die war ja nützlich, ne? Die hat mir ja gefallen. Auch wenn ich sie nicht benutzen werde. Wie alles andere, was mir gefällt. Was willst du denn da hinten, ne? Guckst mich so blöd an. Gefällt mir nicht. Oh! Ja, ich hätte es auf jeden Fall nicht mehr. Jedenfalls, ihr habt natürlich recht. Wir müssen den Funkturm doch erstmal aktivieren, bevor wir irgendwas anderes machen. Haben mir ein paar Leute in die Kommentare geschrieben und das finde ich auch gut so, denn ihr habt recht. Und die anderen, die meinten, da hinten ist eine Powerrüstung, die haben wir doch eingesackt. Da waren nur Scheiße. So. War das der Funkturm, den die. Nee, das war doch ein anderer Funkturm, den wir gesehen haben, oder? Nee, aktivieren. Guck mal, Zero. It's magic, Alter. Jetzt funktioniert es. Notsignal gefunden. Raider-Funksignal gefunden. Bam, Alter. Gut, die klappern wir jetzt ab. Notsignal. Was machen wir zuerst? Bevölkerungswarnsystemübertragung. Bitte, was ist das? Und übrigens, Regen! Ich meinte ja, wir haben keine Wettereffekte mehr, ne? Nur in welche Richtung müssen wir? Der Regen ist ein bisschen dumm, wenn wir hier nach einem Signal suchen, muss man das so sagen. So, da freue ich mich, dass wir ein Signal gefunden haben. Huch, und regnet es, dann hören wir nichts. Okay, wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Ist es noch aktiviert? Ja. Wie soll ich denn so irgendwas hören bei dem Regen? Wieso ist das wieder ganz oben? Das ist eine Nachricht, als die Bomben fielen. Das Einzige, was sehe ich, ist wirklich das da. Dies ist eine Nachricht des Alarmsystems des Commonwealth von Massachusetts. Am heutigen Samstagmorgen, dem 23. Oktober, gaben die Behörden bekannt, dass auf die Vereinigten Staaten ein Nuklearangriff ausgeführt wurde. Zu den betroffenen Städten gehören unter anderem Washington, D.C., New York, Philadelphia und Boston. Wenn Sie diese Notfallnachricht erhalten. Okay, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Stelle. Ist der Handy Zermalma? Dies ist eine Notfallnachricht. Oh, lasst mich raten. Aha. Es sind die Rust Devils. Dies ist eine Nachricht des Alarmsystems des Commonwealth von Massachusetts. Am heutigen Samstagmorgen, dem 23. Oktober, gaben die Behörden bekannt, dass auf den Vereinigten Staaten ein Nuklearangriff in den betroffenen Städten Boah, das war knapp. Washington, D.C., New York, Philadelphia und Boston. Wir werden beschossen. Von wem? Ach, da hinten. Ach, so ein Protektron. Oh, das ist ganz schöner Killer, oder? Jetzt stirb! Was hast du für ein Problem, Alter? Kipp um! Dies ist eine Nachricht des Alarmsystems des Commonwealth von Massachusetts. Am Ach, das bist du. Samstagmorgen, dem 23. Oktober, so. Haben die Behörden bekannt, wir müssen also das Radio finden. Das sind Roboter, die gehen nicht zum Leichenbeschauer. Städten gehören unter anderem Washington, D.C., New York, Philadelphia und Boston. Wenn Sie diese Notfallnachricht erhalten, bringen Sie sich
unverzüglich vor radioaktivem Niederschlag in Sicherheit. Aber hier waren wir doch schon mal. Dies ist eine Notfallnachricht. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Dies ist eine Nachricht des Alarmsystems. Okay, des am heutigen Samstag. Wir können eigentlich die Übertragung erstmal ausschalten. Die nervt mich gerade ziemlich. Kann ich sprechen, währenddessen irgendein Radiosprecher da irgendwas redet. Wir waren hier definitiv schon mal. Ich hab ihn nicht entdeckt. Hilf mir doch. Oh, legendär. Und er hat mich noch nicht gesehen. Gegner verlassen die nähere Umgebung. Ach, Curry. Okay, getroffen habe ich ihn schon mal. Alter Curry, wie soll ich ihn treffen? Weitere Feindseligkeiten sind nicht empfehlenswert. Curry, was machst du mit ihm? Kampfhandlungen einstellen. Oh Mann, oh Mann. Ach, weißt du was? Alles in Ordnung, Monsieur? Mit ihm ist gar nichts in Ordnung. Der nervt. Wir kriegen nur so eine billige Sündrüstung mit 50% Schadenreduzierung. Mann, wozu mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? So, wir müssen das Radiosignal finden, wo auch immer das steckt. Ist es möglich, dass es hier drin ist? Nö, das ist eigentlich nichts. Wow, super, klasse. Ist ja der helle Wahnsinn. Oh, Munition, das ist gut. So, wenn ich ein Radio wäre, wo wäre ich dann? Bestimmt nicht hier drin. Also ich denke mal, der wird irgendwo auf der Satellitenschüssel sein, ne? Das sind ja so Lieblingsorte von Bethesda, Satellitenschüsseln. Guckt euch das an, wie geil sieht das denn aus. Aber da waren wir schon mal. Das ist das leuchtende Meer. Deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal hin. Das haben wir durch. Okay, wir gehen rein. Welches Tor war das nochmal? Okay, ich habe eine Tür gehört. Ah. Ich denke mal, dass die Übertragung von hier unten kommt. Waren wir da drinnen damals? Haben wir es gefunden? Ah, ja klar haben wir das gefunden. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal drinnen. Das ging doch verdammt tief rein, soweit ich mich erinnern kann. Hier ist sogar noch die Tür offen. Nur diese nicht. Soll ich jetzt wirklich einmal kurz rangehen? Was heißt kurz? Ach, die sind ja deaktiviert schon, ne? So, Rust Devil, hallo. Ja, geht doch. Oh. Da war ja was, da war ja was. Das Problem hatten wir beim letzten Mal schon mal, dass wir da runtergegangen sind und dann sind alle explodiert. Sie müssen wirklich verdammt dumm sein, wenn sie es nicht schaffen, sich vor mir zu verstecken. Nicht allein. Aber wisst ihr was, Freunde, wir waren hier schon mal drin, ganz ehrlich. Ich will nicht nochmal dasselbe erkunden, auch wenn da so ein Notsignal ist und... Ah, nee. Bitte was? Was geht denn für Probleme? Boah! Messieurs Gegner wurden ausgeschaltet. Messieurs Gegner? Ach, Curry, du bist schon fast so dumm wie ich. Okay, komm, scheiß drauf. Wir waren hier schon mal. Und ich wette, das andere geht irgendwie hier zu Fort Hagen Füllstation, das andere irgendwie zu Fort Hagen. Könnte ich schon drum wetten. Egal, was ich da bekommen hätte. Wahrscheinlich habe ich da auch irgendwo einen Comic übersehen oder so, aber ich kann mich erinnern, dass das Ding verdammt lang war. Verdammt lang. Wir hätten wahrscheinlich die ganze Folge dafür verbraucht. Nur um nochmal den gleichen Scheiß zu machen. Nö. So, Radar-Funksignal. Kommt zu den drei Bäumen.
Okay, ich bin gespannt, wo das hier hingeht. Ist jemand da draußen scharf auf Kems? Komm zu mir, zu den drei Bäumen mit den Flaggen. Wartet dort auf mich und ich werde euch nicht enttäuschen. Meine Kems bringen euch richtig auf Trab. Zu den Bäumen mit den Flaggen? Kannst nicht in diese Richtung gehen? Ja, ich stehe aber trotzdem. Komm zu mir, zu den drei Bäumen mit den Flaggen. Wartet dort auf mich und ich werde euch nicht enttäuschen. Meine Camps bringen euch richtig auf Trab. Das scheint schon mal die richtige Richtung zu sein. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Aber Flaggen sehe ich hier keine. Scheiße, was war das? Ist jemand da draußen scharf auf Camps? Komm zu mir, zu den Wo drei kommst Bäumen du denn her? Mit den Flaggen. Wartet dort auf mich und ich werde euch nicht enttäuschen. Meine Camps bringen euch richtig auf Trab. Das war so eine Puppelstation hier einfach von denen, ne? Wird in 3 Sekunden wiederholt. Hat er hier allein gelebt? Die Sau. Ich komme nicht mal in sein Zuhause rein. Da draußen scharf auf Camps. Komm zu mir, zu den drei Bäumen mit den Flaggen. Wartet dort auf mich. Ist ja großartig, was du hier zu Hause hast. Meine Camps bringen euch richtig auf Trab. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Oh. Der hat mich zu sich geführt. Ich habe gedacht, hier ist ein Typ, mit dem ich reden kann. Wahrscheinlich liegt er hinter mir, wo tot auf dem Boden. Ich habe nicht mal die Flaggen gesehen. Ah, warum? Dankeschön. Was wäre? Ja. Oh, ein Radaway. Die Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Moment, das hieß Radar-Notsignal. Also ich vermute mal, dass der Radar das gemacht hat, das Signal gesendet hat, ne? Um andere herzulocken. Okay, funktioniert nicht. Schade. Ja, das dazu. Das ging wesentlich flotter als das davor. Und sonst hast du hier nichts für mich, Dude, oder? Habe ich ihn eigentlich schon platt gemacht? Was? Ausgeräumt? Oh, ich habe auf jeden Fall Blüten gefunden, die ich nicht gesehen habe. Ah. Ja, gut, dann stellt er sich hier rauf und wartet, bis jemand kommt. Ich sehe keine Flaggen. Willst du mich hier nicht verarschen? Der verarscht mich doch. Hier ist kein Baum mit einer Flagge. Und das sollen 3 sein. Naja, gut. Lassen wir das. So, holen wir das letzte Notsignal. Wenn ihr Bock habt, kann ich natürlich trotzdem noch da unten hingehen und das Notsignal suchen. Ihr müsst es halt nur sagen. Dann suchen wir es gemeinsam. Also das, was ich jetzt nicht machen wollte, weil ich denke, das wäre einfach zu langweilig für euch, wenn wir irgendwo hingehen, wo wir schon mal waren. Wo es im Endeffekt nur ein Notsignal gibt. Und es einfach verdammt weit reingeht. So, ist schon mal die richtige Richtung, finde ich gut. Ich denke mal, wir gehen da hinten hin. Ist nur eine Vermutung. Sag mal, wird das mal dunkler? Ich dachte, es wird langsam heller. Oh. So ist es rot. Gut, versuchen wir es mal mit der Richtung. Okay. Hinten scheint ein Trailer zu sein. Vielleicht da. Ich meine, das ist nur so ein Puppelsignal. Ist da gerade Licht angegangen? Hilfe? Auf jeden Fall, wenn ich was dafür kriege. Holy shit! Es ist ein helles Blau. Achso, das sind alle Bäume hier. An alle da draußen, wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen, im Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was hoch.
womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Achso, sind die unter der Erde? Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. An alle da draußen. Wenn ihr mich hört, Kämpfe, ich bin in einem Untergefangen mein primärer Zweck. Fiddlers Green. Da draußen krabbelt wirklich was auf. Okay, wir können das Signal ausmachen. Systeme. Hier muss irgendwo der Bunker sein. Lebst du? Nein. Ha! Dich konnte ich aber treffen. Hau ab! Ich hab doch 2 gehört. Arsch mich nicht. Oh. Wir kämpfen. Warum führen wir nicht lieber eine Diskussion? Ja. Will ich sehen, wie du mit einem Ghoul redest. Ja, viel Spaß, du. Nicht mit mir. Tut mir leid. Ich stell mir gerade vor, wie Curry sich da hinstellt und versucht, mit dem Ghoul zu sprechen. Und dann kriegt sie aufs Maul. Wie sie sich eigentlich gehört bei ihr. Ja, was? Ach, oh, Verzeihung, da steht ein Stuhl. Tut mir leid, Stuhl, dass ich dich nicht aus dem Weg schieben konnte. Ja. Leuchtet's doch grün. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Ich auch. Kampfhandlungen werden fortgesetzt. Ja, komm, Curry, schieß einfach. Mach. Der Kampf ist zwar. Die haben mich zwar noch nicht gesehen, aber hey. Schieß einfach. Gar kein Problem. Volle Kuh. Oh, Wildbären. Lebst du? Offensichtlich nicht. Gut. Ihr wisst, wie gerne ich leuchtende Dinge mag. Lebst du? Nee, aber irgendjemand anderes lebt hier. Oh. Oh Gott, ich bin halb tot. Ich habe ihren Helm kaputt gemacht. Curry, es tut mir leid. Wieso greift doch Curry an, nicht mich? Ich lebe doch nicht mehr so richtig. Wie viele sind hier überhaupt drinne? Oh. Hier auch. Aber du wolltest dich ja mit denen unterhalten. Los, dann schieß los. Komm, wir hören dir sicher zu. Bleirohr. Ignoriert 30% des Schadens und Energieresistenz des Ziels. Okay, ja. Schön. Schön, dass ich Nahkampfsachen bekomme ständig. Brauche ich ja so dringend. Ich sollte ein bisschen auf Nahkampf skillen. Brauchst du ein bisschen Bewegung? So. Jetzt müssen wir hier noch einen Bunker finden und alles ist gut. Was haben wir denn hier so Schönes? Terminal des Leasingbüros. Und, oh, da haben wir einen Safe, habe ich gesehen. Und damit knacken wir den wahrscheinlich. Wir brauchen nur ein bisschen Glück. Wovon ich offensichtlich nicht sehr viel habe. Ah! Es sind hier wieder so viele Buchstaben. Oder Buchstaben, sag ich schon, Wörter. Sonst haben wir immer weniger. Oh, da haben wir noch einen. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier keinen mehr. Aber da oben haben wir noch einen, habe ich gesehen. Okay. 2. Huch! Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Bär mal da. Zu bewegen. Zu viel Zeit vor dem Terminal ist nicht gesund. Scheiße, was stand da jetzt? Und die Speicherung kurz ab. Fuck. Was hab ich da hingesammelt? Oberlandstation Grau heute. Ich sprich mit den Siedlern, achso. Ich brauche mein Inventar. Diverses höchstwahrscheinlich, ne? Ich habe, glaube ich, ein Wort gesehen. Ein Wort habe ich, glaube ich, gesehen. War das Kassierschlüssel für Nullhall? Ach, Leute. Warum ziehe ich mir alles rein, bevor ich es angucke?
Da! Wohnwagenschlüssel für Fiedler Green, okay. Ja, cool. Wir haben einen Wohnwagenschlüssel bekommen, das heißt, wir müssen in einen Wohnwagen reingehen, würde ich mal glatt behaupten, oder? Nur welcher ist es? Bist du es? Ernsthaft? Da ist eine T-60 Torso-Rüstung drin. Wow. Der Wahnsinn, Alter! Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, ich habe meinen Speicherstand kaputt gemacht, dass es einfach keine anderen Rüstungen mehr gibt. Wenn, dann anscheinend nur sehr wenig. Was soll ich denn mit der Torso-Rüstung? Die habe ich 50 Mal zu Hause. Ich glaube, ich fange nur den Speicherstand an, nur um zu gucken, was da sich da befunden hätte. Dann laufe ich da schnell hin auf leicht. Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Das war höchstwahrscheinlich das Notsignal, oder? Ne, der Kollege meinte, es war ein Bunker, ne? Der Kollege meinte, es war ein Bunker. An alle da draußen, wenn ihr mich hört, ich bin in einem Bunker gefangen im Fiddler's Green. Da draußen krabbelt mächtig was rum. Nichts, womit ich sonst nicht fertig würde. Aber ich habe ein kaputtes Bein. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Okay, Kollege. Du bist in einem Bunker. Ich hoffe, das ist nicht Hitler. So. Ja, der Wahnsinn, Alter. An alle da draußen. Ja, dann schieb den verdammten Stuhl zur Seite, ganz ehrlich. Das ist doch Bullshit. Kann ich dahin schleichen? Ach, guckt euch mal das an, das schwebt. So. Ist ja der helle Wahnsinn, Alter. Was? Hä? Ein Terminal, wo nichts drin steht? Absolut gar nichts? Wie kommt das? Okay, wo ist dein Bunker, Kollege? So, wo hat er gesagt, ist es? Komm, sprich dich aus, Kollege. Wenn ihr mich hört, ich bin diese Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Also doch, Fiddler's Green. Nichts, womit ich sonst nicht. Aber hieß das auch Fiddler's Green, was wir hier haben? Wohnwagen, Park, Fiddler's Green, okay. Das heißt, hier muss irgendwo ein Bunker sein. Ich hoffe, er meint nicht den Wohnwagen, weil das ist offensichtlich kein Bunker. Aha! Oh, vor allem gefunden. Ich bin stolz auf mich. Siedler. Ja, so lange kann er nicht tot sein, ne? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, die sieht aus wie ich. Also nicht wie ich, sondern wie das originale Ich. Ja, bleib liegen. Ist ja crazy. Oh, ich hätte das Radio ausmachen sollen. Geschafft. So, dann haben wir hier noch ein Safe. Sehr schön. Haben wir jetzt alles ausgebeutet hier? Ja, immerhin hat er einen Nuka-Cola gehabt. Keine Ahnung, wie er drauf gehen konnte. Er hatte Essen hier. Er hatte Trinken hier. Gut, sein Bein war vielleicht verletzt, vielleicht entzündet. Vielleicht hätte er sich einfach abreißen sollen. Ich weiß es nicht. Wäre vielleicht die beste Möglichkeit gewesen, hier zu überleben. Aber ansonsten ist hier eigentlich nichts mehr drin, ne? Nö. Ja gut, dann lass uns wieder rausgehen. War ja eine kleine Enttäuschung. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns einfach morgen wieder an einem neuen Tag und dann wieder ein bisschen länger. Haut rein, euer Zero. Tschüss.